Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für die, die wieder einschalten zum Monatsorakel Mai 2022. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Schütze, Aszendent Schütze oder Mondzeichen Schütze? Wenn du eines dieser drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir diese Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich. Ich freue mich, dass du draufgeklickt hast. Wenn dir Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich kurz in der Infobox nachzulesen, wie das Ganze funktioniert. Ich bin eine intuitive Kartenlegerin. Ich lege hier mit Tarot und Orakelkarten. Und wenn dir aber Tarotkartenlegungen schon vertraut sind, dann entspann dich, relax dich und gleich geht's los. Für meine lieben Crosswatchers, hallöchen, herzlich willkommen. Ihr müsst schauen, ob das Ganze für dein Gegenüber hier resoniert oder ob da diesen Monat sein Aszendent oder Mondzeichen besser harmonieren würde. Und für meine lieben Männerherzen, hallöchen, herzlich willkommen. Ihr wisst auch Bescheid. Einfach die Geschlechterrolle umtauschen, da ich mehr aus der weiblichen Perspektive spreche. Ja, meine lieben Herzen, ich bedanke mich für euren Support. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Abonnieren, Teilen, Kommentieren, Liken. Vielen herzlichen Dank. Und ja, ich wollte euch noch sagen, wenn jemand Interesse an einer privaten Legung hat, unten in der Infobox ist meine E-Mail-Adresse aufgelistet. Da könnt ihr mir dann eine E-Mail schreiben. Wir fangen jetzt an. Für meine lieben Schützenherzen Monat. Wow. Die ist gleich rausgefallen. Drei der Schwerter. Irgendetwas hat dich hier sehr stark verletzt, dein Herz getroffen. Entweder hast du hier einen Verlust, einen Liebeskummer. Wir werden mal gucken. Für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Was sollten meine lieben Schützenherzen für den Monat Mai jetzt wissen? Für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Bad Boy. Dich hat hier jemand wehgetan, okay? Der Herrscher. Könnte sein, dass du hier deinen Job verloren hast, weil der Herrscher könnte hier auch für einen Arbeitgeber stehen. Ich nehme mal auf, für die Mehrheit geht es hier um eine Liebessache, okay? Dich hat hier jemand sehr zutiefst verletzt. Dir geht es nicht gut. Du hast Liebesherzschmerz, Liebeskummer. Für meine lieben Schützenherzen Monat. Wolltest du jetzt raus oder nicht? Monat Mai für meine lieben Schützenherzen. Was sollten meine lieben Schützenherzen jetzt noch wissen? Es wird spannend bei euch, meine lieben Schützenherzen, Monat Mai. Guck mal, da fliegen die Karten raus. Acht der Schwerter. Für meine lieben Schützenherzen, Monat Mai. Also Wassermann, Waage, Zwilling kommt hier stark durch, meine lieben Schützenherzen. Okay? Ja, sehr stark. Fünf der Schwerter. Oh mein Gott. Noch eine Karte für meine Lieben. So wird's raus. Neun der Stäbe. Löwe, Widder, Schütze kommt auch hier durch. Okay? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist die hinterste Karte? Gerechtigkeit, okay. Ja, wie gesagt, es geht hier um eine Liebesbeziehung für die Mehrheit. Du hast hier Liebeskummer, Herzschmerz. Hier ist etwas zu Ende gegangen, ja. Jemand, also er hat dich oder sie hat sich hier zutiefst verletzt. Du leidest gerade, du bist stark in dieser, das ist deine Energie, drei der Schwerter, ja. Also dir geht's gar nicht gut, dein Herz blutet. Du fühlst dich wirklich niedergeschmettert. Und dann auch die darauffolgenden Karten, einfach mein Herz, also mein herzliches Beileid, mir tut es furchtbar leid für euch, dass ihr euch gerade nicht gut fühlt, ja. Und ich euch hier keine positiven Nachrichten überbringen kann, ne. Aber das ist gerade dein aktueller Stand. Und auch mit den Achter Schwertern und Fünfter Schwertern, hier wurde sehr viel manipuliert in der Vergangenheit, ja. Du kannst nicht klar denken mit Fünfter Schwerter, du hast Kopfschmerzen, diese ganzen Konflikte, Streitereien.
Das Ganze hat dir nicht gut getan, das Ganze tut dir noch weh, es beschäftigt dich definitiv noch mental. Also mental bist du sehr, sehr stark noch mit der ganzen Sache involviert. Du kannst, das geht immer wieder in deinen Kopf, alles Mögliche geht durch deinen Kopf, du leidest sehr stark, seine Wörter haben dich sehr tief verletzt. Das ist hier so alles, was rauskommt, okay? Weil Wörter können tief verletzen, Wörter können hier Glaubenssätze formen, die du dann hier so wahrnimmst, du fühlst dich gefangen, du fühlst dich, als ob du dich nicht befreien kannst, dein Kopf erschwert dir gerade dein Leben sozusagen, also dein Mindset, ja, aber eigentlich kannst du selber deine Gedanken hier ändern, du kannst dich hier selber befreien, es ist nur eine Illusion, dass du dich nicht befreien kannst, doch du kannst es. Ich sehe auch hier mit 9 der Stäben, ja, dass du durch diese ganzen Verletzungen hier wachsen wirst, dass das Ganze dich hier vorangebracht hat oder voranbringen wird. Das liegt hier noch ein bisschen in die Zukunft. Natürlich hast du hier Narben, natürlich hat es dich sehr tief verletzt und natürlich musst du erstmal durch die Heilung, ja. Aber momentan ist es noch eine aktuelle starke Wunde, die immer noch blutet. Ja, das ist so, was ich aufnehme. Klärung der Herrscher. Wir gehen über in die Klärung, meine lieben Herzen. Okay, es wird hier Kommunikation wieder reinkommen. Ja, 8 der Stäbe ist durchgekommen. Der Herrscher wird sich hier melden. Es wird hier weiterhin Konflikte haben. Das wird dich fertig machen. Es wird hier noch heiße Unterhaltungen hier geben. Ja, angehitzte Diskussionen, Streitereien. 8 der Schwerter, Klärung für meine lieben Schützenherzen. Was hat es mit den 8 der Schwerter hier auf sich? Für meine lieben Schützenherzen, danke. Der Teufel und 9 der Kelche. Ja, vielleicht macht er dir hier immer wieder vor oder vielleicht machst du dir immer wieder vor, ja, es könnte noch hier alles gut gehen. Er ist meine große Liebe. Aber ich sehe, du bist hier mit ihm wirklich in einer, sage ich mal, in einer Verbindung. Ihr habt eine, ja, Kordverbindung, kann man das so sagen. Es gibt hier eine, ich sehe auch immer hier diese Schnurverbindung, ja, hier die Schnüre durch dein Herz, ja, und der Teufel. Also ich habe das Gefühl, dass ihr energetisch noch verbunden seid. Klärt deine Energie, damit er hier nicht mehr auf dich Einfluss hat, ja, dass er nicht mehr von deiner Energie hier was nehmen kann. Bricht den Kontakt ab. Vermeide Konversationen, Diskussionen, Streitereien, weil das zieht alles an deiner Energie. Es ist immer wieder, als ob er von vorne in dein Herz stechen würde. Ja, einmal reingestochen, du ziehst das Messer raus, es blutet. Nochmal und nochmal, also das ist sehr, sehr schwer. Die Heilung wird dann noch länger dauern. Du wirst länger leiden, okay? Das sind so Dinge, was ich dir hier mitgebe. Pass auf dich auf. Ja? Ich habe gerade ein Geräusch gehört. Okay. 5 der Schwerter, Erklärung. 4 der Stäbe. Du hoffst auch, ich habe das Gefühl, du hoffst auf Stabilität mit ihm, dass es doch noch irgendwie sich ändert, dass es doch noch irgendwie hier rumgerissen wird, dass ihr doch noch irgendwie hier eine glückliche Beziehung haben könntet. Es ist hier so ein innerer Konflikt, ein innerer Kampf. Du möchtest dann ein ruhiges Zuhause, du möchtest deinen Frieden haben, du möchtest Stabilität haben, du möchtest diese Verbindung haben, aber diese Verbindung kommt nicht nur mit einseitig, sondern halt. Wie soll ich es mich besser ausdrücken? Also mit 5 der Schwerter sehe ich hier und mit 4 der Stäbe. Du möchtest glücklich sein mit ihm. Du möchtest eine feste Partnerschaft mit ihm haben. Das ist alles, was du möchtest, okay? Aber die eine Seite, die er hier dir mitbringt, diese Stabilität, hat aber hier noch eine andere Seite, den Preis, den du hier dafür zahlen musst, okay? Und das ist nicht ausgeglichen, den Preis, den du zahlen musst. Ja, es affektiert hier deine mentale Gesundheit. Es tut dir nicht gut. Das ist hier so, was ich sehe. Auch mit der Gerechtigkeit, es ist nicht ausbalanciert. Es ist nicht gerecht. Es ist kein richtiges Geben und Nehmen. Es ist eine Abhängigkeit. Passt auf. Wir gehen über zu den Orakelkarten. Für meine lieben Schützenherzen, Monat Mai.
Was sollten meine lieben Schützenherzen für den Monat Mai jetzt wissen? Für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Dankeschön. Elefant, lerne aus der Vergangenheit. Ja? Du kannst nicht wieder die Vergangenheit hier neu mit ihm kreieren oder hier neu etwas starten, sondern du solltest aus dieser Vergangenheit lernen. 5-5, dann kommt die Transformation, dann kommt die Veränderung, dann wird das hier eine Narbe sein, aus der du so viel lernen durftest, okay? Die dich hier transformiert hat und das du wirst nicht mehr dieselbe sein. Ja? Für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Der Sturm, Sturmwarnung. Alles, was nicht solide auf einer soliden Grundlage gebaut ist, mit falschen Glaubenssätzen, mit falschen Absichten, mit falschen Versprechungen, das wird alles einkrachen. Alles. Es kommt hier zum Abschluss. Es ist unvermeidbar. Du kannst es nicht aufhalten. Und dein Gegenüber auch nicht. Noch eine Karte für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Ja? Ich wusste, dass die Karte kommt. Ich wusste es. Ich habe mir gedacht, jetzt kommt bestimmt Karen Connections. Muss das nächste Mal vorher sagen, damit dir das... Ich habe es gespürt. Auf jeden Fall, wir haben hier einmal numerologisch die 5, hier haben wir einmal numerologisch die 5 und hier haben wir einfach die numerologisch die 5, ja? Du willst nicht loslassen, sonst wäre diese Karte hier nicht rausgekommen, ja? Weil er kann ja auch positiv sein, ja? Er kann ja auch toll sein, er kann dir auch blumen oder dich beschenken oder auch mal liebevoll sein, ja? Aber wie gesagt, du zahlst einen Preis dafür. Das ist nicht sein wahres Gesicht, das ist eine Manipulationstaktik, die er dir hier vorführt, ja? Und er wird dich hier verletzen, ja? 14-14, hier ist eine Nachricht auf jeden Fall für dich und dreimal die 5. Wenn du dich für Numerologie interessierst, dann schaue das nach. Ich werde das mal hier daneben legen. Okay, wir gehen über zum nächsten Kartendeck. Für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Und wir haben hier Führung, okay? Du solltest die Führung übernehmen. Gib nicht deine Macht ab. Ich habe das Gefühl, du gibst deine Macht ab. Tu das nicht. Nimm Führung über dein Leben. Trage Verantwortung für dein Leben, für dich. Das ist ganz wichtig. Für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Was sollten meine lieben Schützenherzen jetzt für den Monat Mai jetzt wissen? Okay. So, da haben wir zwei. Veränderung, wie ich gesagt habe, dreimal die 5. Es ist alles dunkel und hier seht ihr den Tunnel. Ihr kommt aus einem dunklen Tunnel, werdet ihr wieder herauskommen zur Sonne. Da, wo das Gras hier grün ist, wo der Himmel blau ist. Ja, es wird hier eine Veränderung in deinem Liebesleben eintreten, die dein komplettes Leben hier beeinflussen wird, okay? Wunderschöne Energie, bereite dich darauf vor. Und hier kommt dein Konflikt, ja? Deswegen, ich spüre auch diesen Konflikt. Ja, deine Logik sagt in die Richtung, deine Intuition sagt in die Richtung. Da streiten sich zwei, ja? Also ich habe das, deswegen hast du auch diese Kopfschmerzen, weil es kommt mit einem Preis, ja? Das, was du weißt, das geht nicht. Aber dein Herz sagt, ich will. Ja, ich würde es hier nicht sagen Intuition, sondern dein Herz. Dein Herz sagt, ich will ihn aber. Und dein Kopf sagt, nein. Und normalerweise würde ich sagen, folge deiner Intuition. Aber in dem Fall ist es dein Herz. Und dein Herz denkt, das sei Liebe. Dein Herz... es fühlt sich an wie Liebe oder was, sage ich mal, was du unter Liebe verstehst oder wie du Liebe empfindest, ja, weil Liebe sollte nicht so schmerzen, ja. Jemanden, der dich so sehr liebt, dass er dich so tief verletzt, über Grenzen geht, ich weiß nicht, ob es davon von gesunder, es ist keine gesunde Liebe. Ja, und du schadest deiner Gesundheit wirklich und deinem Herzen. Ja, auch wenn dein Herz denkt, dass das
in Fülle bringen würde, dass das dein Herz, sage ich mal, befriedigt, aber es tut es nicht. Das erfüllt nicht dein Herz. Das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion. Also, es gibt hier einen Konflikt, innerer Konflikt. So, was kommt als nächstes? Wir nehmen die Karten hier. Für meine lieben Schützenherzen, Monat Mai. Ja, du möchtest raus. Nutze deine Zeit. Richte deine Aufmerksamkeit nicht auf die Vergangenheit, sondern auf den Moment. Zeit lässt sich nicht mehr zurückholen. Nutze sie jeden Tag. Ja? Du sollst aus der Vergangenheit lernen. Ganz wichtig. Aber nicht die ganze Zeit wieder zurück in die Vergangenheit gehen oder zurück in die Vergangenheit schauen. Du sollst aus der Vergangenheit lernen und den Moment genießen und auch jetzt da, wo du jetzt bist, auch so wie es jetzt gekommen ist, das gehört zu dem Lernprozess, das gehört zu deiner Veränderung, zu deiner Weiterentwicklung, zu deiner Transformation. Das ist nicht der schöne Aspekt, ja, aber das ist der wichtigste Teil. Ja, es ist einfach der wichtigste Teil. Manchmal muss dich jemand so, so tief verletzen, dass du aufwachst. Ja, dass du denkst, mein Herz ist gebrochen. So tief wurdest du verletzt dann. Ja, und dass du dann aufwachst, so, was tue ich mir da selber an? Weil das ist Selbstsabotage. Ja. So. Für meine lieben Schützenherzen, Monat Mai. Dankeschön. Kenne deine Wahrheit. Sehr schöne Botschaft. Kenne deine Wahrheit. Deine eigene Wahrheit. Vielleicht wurdest du hier auch manipuliert mit seiner Wahrheit oder mit die Wahrheit, dass das die Wahrheit ist. Jeder hat seine eigene Wahrheit und für dich ist es ganz wichtig, dass du deine Wahrheit kennst. Was fühlt sich für dich wahr an? Da solltest du deiner Intuition folgen, ja? Was ist deine Wahrheit? Und deine Intuition spricht da mit dir, blockiert deine Intuition nicht. Für meine lieben Schützenherzen, Monat. Okay. Für meine lieben Schützenherzen, Monat Mai. Eins ist auf den Boden gefallen, das hebe ich gleich auf. So, die Karte, die runtergefallen ist, Missverständnis, eine Mauer. Vielleicht denkst du, es sind immer nur Missverständnisse, er meint es doch gar nicht so. Vielleicht nimmst du dein Gegenüber hier in Schutz, ja. Dann haben wir hier eine Krone, Ehre und Respekt wird zu dir kommen. Wenn du aber erstmal Respekt gegenüber dir selbst hast, muss ich dir einfach so sagen. Du brauchst da Respekt. Dein Respekt, du musst deine Wahrheit kennen und dann wird Ehre und Respekt dir zukommen. Und wenn du dich selber respektierst, dass jemand nicht deine Grenzen dauernd überschreitet. Ja, ein Freund, vielleicht hast du mit dieser Person keinen Kontakt mehr, aber jemand, der ein bisschen weiter weg ist oder wo ihr keinen wirklichen Kontakt mehr habt, der denkt an dich, ein guter Freund oder eine gute Freundin. Dann haben wir ein Einhorn. Nutze deine Intuition und mache diese großartige Veränderung. Ja, das ist eine Veränderung zu deinem Vorteil. Folge hier deiner Intuition. Dann haben wir hier Dezember. Ja, vielleicht war es dir eigentlich schon im Dezember klar. Vielleicht hat Dezember eine große Rolle gespielt. Dann haben wir hier Münzen. Du wirst diesen Monat vielleicht einen Geldzuwachs haben. Sehr gut. Ja. Dann haben wir hier einen Grashüpfer. Eine Situation du musst über eine Situation hier sorgfältiges Handeln übernehmen, ja? Also ganz wichtig. Dann haben wir hier ein Geschenk. Du wirst ein Geschenk erhalten. Geld, Geschenk. Oh, wow. Also du wirst hier etwas unerwartet bekommen. Dann haben wir hier einen Sieg in einem, ja. Du wirst hier siegreich rausgehen. Ja? Wenn du hier deiner Intuition folgst, wirst du hier siegreich aus einem Konflikt rausgehen. Eine Feder, also jemand, den du hier kennst, ist unzuverlässig und unsicher. Ja, wahrscheinlich dein Gegenüber. Er bringt dir nicht diese Stabilität, die du dir wünschst und hoffst. Ja? Ist jemand, der ist unsicher, unstabil, unzuverlässig.
für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Was sollten meine lieben Schützenherzen für den Monat Mai jetzt wissen? Für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Und schon wieder eine Feder. Vielleicht begegnen euch mehrere Federn, ja? In dem Augenblick, in dem ich mich wieder auf die Liebe besinne, wird das Universum darauf stark reagieren. Selbstliebe. Wenn du dich selbst wählst, dir gegenüber den Respekt zeigst, ja, wirst du hier reich beschenkt. Okay? Dann haben wir, ich kann weniger tun und mehr anziehen. Okay? Ich kann weniger tun und mehr anziehen. Vielleicht bist du zu sehr in deiner männlichen Energie, vielleicht tust du immer viel, um etwas zu bekommen, ja, und das Ganze ist nie ausgeglichen, egal ob es in deiner partnerschaftlichen Beziehung ist oder in freundschaftlichen Beziehung oder Arbeitgeber-Nehmer-Beziehung ist, ja. Du kannst weniger tun und mehr anziehen. Komm mehr ins Empfangen. Öffne dich. Wunderschöne Legung. Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Und ja, wenn du mit meiner Energy vibes, darfst du mir gerne ein Abo da lassen, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar hinterlassen. Ich bedanke mich für deinen Support und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!